Wir haben 19 Uhr. Ich würde sagen, wir legen los. Ich sehe, es sind einen ganzen Haufen Leute da. Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil unseres BIMA-Kalibrier-Workshops für Anfänger und Einsteiger. Heute mit dem Untertitel: So werden Farbraum, Gamma- und Graustufenverlauf mit HCFR kalibriert. Mein Name ist Roman Meyer vom Leitmagazin und ich bin einer der Veranstalter dieser Kooperation vom Leitmagazin, von Michael Beredas und von BenQ, hier vertreten durch Jennifer Sommer. Hallo. Guten Abend, Hallo, moin aus Hamburg. So, wie ich sehe, haben sich aktuell wieder knapp 180 Teilnehmer für dieses Webinar angemeldet. Es sind noch nicht alle anwesend, aber ich würde sagen, wir legen trotzdem los. Es sind auch wieder einige dabei, die auch bei den ersten beiden Webinaren schon dabei waren. Deshalb an dieser Stelle ein großes Dankeschön, dass ihr uns wieder eure Zeit schenkt. Man muss die ersten beiden Webinare aber übrigens nicht zwingend gesehen haben, um hier heute wichtige Informationen mitnehmen zu können. Wer Teil 1 und Teil 2 trotzdem gerne noch sehen möchte, findet die entsprechenden Aufzeichnungen auf unseren YouTube-Kanälen beim Leitmagazin oder auch bei BenQ. So, bevor es ans Eingemachte geht, aber noch ein paar wichtige Infos. Wir beantworten natürlich gerne eure Fragen zum Thema. Aufkommende Fragen könnt ihr während der Präsentation über das Chat-Formular stellen, das ihr auf der rechten Seite findet. Also bei mir ist es zumindest rechts. Jennifer Sommer von BenQ wird dann einige Fragen direkt über diesen Weg beantworten. Die meisten anderen Fragen beantworten wir dann im Anschluss an den Praxisteil in der Frage-Antwort-Runde. Wenn dann noch was unbeantwortet bleibt, wird es eben im Nachgang per Mail beantwortet. Also ihr bekommt sowieso alle eine Zusammenfassung über dieses Webinar von heute und da werden dann auch noch offene Fragen beantwortet. So, bevor es losgeht, aber noch ein kurzer Überblick über das Programm von heute. Worum geht es eigentlich genau? Wie bei den ersten beiden Webinaren geht es natürlich darum, die bestmögliche Bildqualität aus dem Projektor zu kitzeln. In diesem Webinar erklärte Michael die Kalibrierung am Beispiel des BenQ TK850i. Den hat er übrigens auch vor kurzem für uns, also für das Leitmagazin, getestet. Und wer den Test gerne lesen möchte, findet den eben auf unserer Webseite. Selbstverständlich sind die hier beschriebenen Wege und Werkzeuge aber auch für andere Projektoren gültig, also anwendbar auf Projektoren anderer Marken wie Epson, JVC, Sony und so weiter. Es geht außerdem um die richtigen Grundeinstellungen. Es geht um Farbraum, es geht um Gamma und um den Graustufenverlauf in der Hauptsache. Zudem wird beantwortet, was man alles für eine sinnvolle Kalibrierung überhaupt benötigt. Und das alles gilt für Projektoren, die man im Wohnzimmer und im Heimkino einsetzen kann. Und selbstverständlich sind die Tipps anwendbar für fast jeden Bildwerfer in jeder Preisklasse. Ja, ich würde sagen, da können wir eigentlich jetzt schon, kann ich schon an Michael übergeben, der dann vielleicht noch auch noch ein bisschen was hinzufügen möchte und dann einfach direkt loslegt. Ja, danke Roman. Auch von mir ein Hallo und herzlich willkommen in die große Runde. Die meisten werden mich kennen. Ich bin Michael Beredas und habe auch schon die ersten beiden Teile dieses BIMA-Kalibrier-Workshops für Anfänger durchgeführt. Im dritten Teil gibt es eine kleine Überraschung. Hier werden wir jetzt uns um HCFR kümmern. Und zwar bietet HCFR eine automatische Kalibrierungs- oder eine automatische Messfunktion an. Und diese automatische Messfunktion, die schauen wir uns mal näher an, weil die ist auch ein bisschen tückisch, so leicht sie auch funktioniert. So, heute werde ich nur eine ganz kurze Wiederholung geben, von Teil 1 und Teil 2. Hintergrund ist: Ich werde nicht mehr zeigen, wie man einen Sensor einrichtet, wie HCFR installiert wird, wo die Testbilder herkommen. Wenn ihr das gerne sehen möchtet, schaut euch gerne nochmal Teil 1 und Teil 2 an. Dort wird das nämlich genau alles am Anfang sehr detailliert erklärt. Ich werde kurz erklären, was eigentlich das Gamma ist und wie sich das Gamma und ein falsches Gamma im Bild auswirkt. Und der dritte Durchlauf ist der automatische Messdurchlauf für HCFR. Das ist ein ganz cooles Tool, hat aber ein paar Fallstricke und die sollte man kennen, damit man seinen Projektor auch ja dem Standard entsprechend kalibriert. Ansonsten wäre es nämlich ziemlich blöde, wie ich selber hier festgestellt habe in einem Testdurchlauf. Man kann auch in eine Falle laufen und hat dann ein falsches Messergebnis. So, am Ende
ist es das Ziel, dass wir präzise Farben auf der Leinwand erhalten. Das heißt, ich möchte nach der Kalibrierung das Bild so auf der Leinwand sehen, wie der Filmemacher es sich vorgestellt hat. Und wie das funktioniert, ist eigentlich ganz einfach. Als erstes benötige ich natürlich Equipment. Ich brauche von einen Sensor. Dafür nehmen wir hier den Data Color Spider X oder auch von X-Rite ein Eyewand Display Pro. Dazu nur ganz kurz zwei Worte. Der Spider X ist unglaublich kompliziert in HCFR zu integrieren. Ich würde empfehlen, einen Eyewand Display Pro zu nehmen, weil der Plug and Play funktioniert. Ein zweiter Vorschlag, wenn ihr ein Notebook besitzt und dieses Notebook, sagen wir mal ein MacBook mit Retina-Display, dann würde ich den Spider X nehmen, weil der Spider X aktuell der einzige Sensor unter 200 Euro ist, mit dem man ein Retina-Display auch richtig kalibrieren kann. Für Projektoren ist das unerheblich. So, wir nutzen hier heute die Software HCFR und wir brauchen natürlich Testbilder. Testbilder gibt es von avs.com und auf burosch.de und wir nutzen auch die Testbilder, die in HCFR hinterlegt sind. So, zu dem Kalibrierleitfaden für alle, die noch ein bisschen unsicher sind und das gerne nachlesen können oder wollen. Auf meiner Website befindet sich ein Kalibrierleitfaden für den Graustufenverlauf, für die Farbraumdarstellung und für die Gamma-Darstellung. Ihr könnt dort Schritt für Schritt durch die Kalibrierung durchgehen und ihr werdet auch in der nachfolgenden E-Mail einen Direktlink auf diesen Kalibrierleitfaden erhalten. Als letztes benötige ich natürlich noch ein Stativ, um den Messsensor vor der Leinwand auszurichten. So, heute habe ich hier den BenQ TK850i. Das I steht für Intelligenz. Und damit habe ich halt die Möglichkeit, Bilder in einer sehr hohen Auflösung darzustellen. Und ich habe auch Smart-Funktionen. Und das I steht eigentlich auch für die Smart-Funktion, die ich nutzen kann. Dafür wird einfach ein WLAN-Dongle in den Projektor eingesteckt. Und schon kann man mit diesem Projektor kabellos Bildsignale empfangen. Und ich finde, das ist ein ganz tolles Gerät. Im Light-Magazin gibt es einen Test. Ein weiterer Test erscheint mit umfangreichen Messwerten auch in der nächsten Audiovision. So, der BenQ TK850i, und damit kommen wir auch jetzt schon zum Thema, ist ab Werk im Bildmodus Sport. So, und im Bildmodus Sport, wie ihr seht, habe ich hier einen angenehmen blauen Himmel, der Verlauf ist da, aber ich habe hier auch so leichte Störungen. Das heißt, ich habe hier Säume um die Dachspitzen des Gebäudes herum. Und jeder Beamer, egal ob das jetzt ein BenQ ist oder ein JVC oder ein Sony oder ein Epson, jeder Projektor hat einen Bildmodus, der schon sehr nah an REC 709 oder an dem aktuellen Farbstandard für HDTV und auch für HDR ist. Beim BenQ TK850i ist es der Bildmodus Cinema. Und wir sehen auch schon hier gleich, dass der Himmel eine natürlichere Farbe jetzt besitzt und dass diese merkwürdigen Säume um die Häuserspitzen herum auch weg sind. Diese Säume haben ihre Ursache in der zu hohen Schärfeeinregelung. Ab Werk ist die Schärfe auf 15 gestellt und das sorgt für diese Säume um die Häuser herum. Wenn jetzt der Schärferegler auf 9 heruntergezogen wird, dann sind diese Säume weg und die Schärfe wird auch optimal dargestellt. So, das bringt uns nämlich jetzt auch gleich zum Gamma und damit sind wir im Thema drin. Und zwar das Gamma beschreibt den Helligkeitsanstieg von Schwarz zu Weiß. Und zwar Schwarz und Weiß bleiben dabei unberücksichtigt, sondern es werden nur die Helligkeitsabstufungen zwischen Schwarz und Weiß angepasst. Um das einfach mal zu demonstrieren, hier eine Aufnahme von mir, die ich mit einem Gamma 2.2 gemacht habe. Und so stellt sie der BenQ TK850i auch auf der Leinwand dar. Wenn ich jetzt ein anderes Gamma verwende, beispielsweise ein Gamma 2.0, dann wird das Bild massiv aufgehellt. Ihr seht das, die Durchzeichnung geht verloren, die Farbbrillanz geht ein bisschen verloren.
Ich schalte nochmal zurück. Jetzt, das ist das Gamma 2.2. So soll mein Foto auf der Leinwand aussehen. Und so sieht es aus, wenn der Beamer auf ein Gamma 2.0 kalibriert ist. Jetzt gibt es auch noch das Gamma 2.4. Da wird das Ganze gleich deutlich dunkler. Hier saufen auch in den Schattenbereichen bereits kleine Details ab, die mit dem Gamma 2.2 noch zu erkennen sind. Jetzt ist es so, dass auch ISF drei Gamma-Einstellungen empfiehlt. Also Gamma 2.1 wird empfohlen für Wohnzimmer, weil in einem Wohnzimmer meistens noch Restlicht ist. Für gut abgedunkelte Räume wird ein Gamma 2.2 empfohlen. Und ISF empfiehlt für Heimkinoräume ein Gamma 2.4. Das mit dem Gamma ist übrigens ein ganz großes Dilemma. Hintergrund ist, als REC 709, also die HDTV-Norm, eingeführt worden ist in den 1990er Jahren, hatte man schlichtweg vergessen, ein Gamma für die Wiedergabe zu spezifizieren. Das heißt, es gab ein Gamma für die Aufnahme von REC 709-Dateien, also für Filmkameras, aber es gab kein Gamma für die Wiedergabe. Jetzt hat die Industrie dann sehr kurzärmlich reagiert und gesagt, okay, dann nehmen wir halt ein Gamma 2.2 als kurzärmeliges Standard und da halten wir uns jetzt einfach mal dran. Hintergrund des Gamma 2.2 ist, dass die Farbräume Adobe RGB und auch der Standard sRGB ein Gamma 2.2 spezifiziert haben und das wurde dann eben für REC 709 übernommen. THX ist noch einen anderen Weg gegangen, die haben erkannt, dass dort kein Gamma hinterlegt ist. Und THX hat jetzt gesagt, ja, wir nehmen jetzt einfach ein Gamma 2.4. 2.4 ist unser Gamma für alle Filme, auf denen das THX-Siegel aufgedruckt ist. Wer jetzt zum Beispiel Star Wars guckt oder Indiana Jones oder auch James Bond Casino Royale, die sind alle auf Blu-ray mit einem Gamma 2.4 gemastert. Also wenn ihr euch diese Filme anschaut, probiert das einfach mal. Ihr werdet sehen, dass mit dem Gamma 2.4 die Farben einfach noch sehr viel natürlicher aussehen. So, um das Gamma einzustellen, geht man einfach ins Bildmenü, nimmt hier die Einstellungen vor. Für HDR habe ich jetzt hier den BenQ TK850i. Da habe ich den Kontrast auf 70 gestellt, die Bildschärfe auf 10 reduziert. Und die Helligkeit auf 48 reduziert und damit habe ich bei HDR ein richtig gutes Ergebnis. Das Gamma bei HDR nennt sich übrigens EOTF. Jetzt ist es so, dass Filme mit HDR zum Beispiel ganz unterschiedlich gemastert worden sind. Und je nachdem, wie unsere Projektoren das Tonmapping durchführen, bedeutet das, dass auch hier die Helligkeiten unterschiedlich aussehen. Und ich demonstriere auch das jetzt einfach mal. Hier ist jetzt der Film Tomb Raider und wir sehen Lara Croft im Dschungel mit Pfeil und Bogen. Und der Film wird vom BenQ TK850i mit der HDR-Helligkeit 0 korrekt dargestellt. Wenn ihr jetzt aber feststellt, zum Beispiel mit einem Sony-Projektor oder einem JVC oder auch mit einem Epson, dass das Bild zu hell oder zu dunkel ist, dann kann man das korrigieren. Es gibt auch andere Filme, wie zum Beispiel der Marsianer, der ist sehr dunkel abgemischt. Und dann kann ich eben genau mit diesem Tool HDR-Helligkeit plus minus das Gamma verändern. Um das mal zu veranschaulichen, so sieht ein Gamma minus 2 aus, also HDR-Helligkeit minus 2. Damit wird das Bild extrem abgedunkelt und wenn ich jetzt auf plus 2 gehe, dann ist das ganze Bild zu hell. Man sieht auch bei Lara Croft, dass hier in dem Gesicht tatsächlich auch schon Details ausreißen. Also Tomb Raider ist, wenn man den jetzt mit dem BenQ sich anschaut, in der Werkseinstellung wird er optimal wiedergegeben. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sich der Marsianer anschaut, da würde ich empfehlen, auf HDR-Helligkeit plus 2 zu gehen, einfach um da eine richtig schöne Farbbrillanz und Helligkeit reinzugeben, weil der Film relativ dunkel gemastert worden ist. Das bringt uns jetzt auch direkt zur Kalibrierung. Der Sensor, ihr wisst es, wird Richtung Leinwand aufgebaut. Es wird reflektiv gemessen, das heißt, der Projektor beamert sein Bild auf die Leinwand und der Sensor misst es reflektiv von der Leinwand. Und vorne
können wir dann die Messungen durchführen. Und das bringt uns jetzt auch schon direkt zur Live-Kalibrierung, einfach mal HCFR. So kennt ihr das Programm HCFR natürlich. Die Grundfläche ist im Grunde dieselbe. Der Sensor ist angeschlossen. Und jetzt öffnen wir eine neue Datei. Als erstes führe ich eine Standardkalibrierung durch, wie wir sie vorher auch gemacht haben. Und anschließend zeige ich mal, wie die automatische Messung von HCFR funktioniert. So, die Testbilder spielen wir manuell zu. Der Sensor iOne Display Pro wird erkannt. Jetzt gehe ich einfach nur auf Fertigstellen. Non-Display ist eingeschaltet. Hier wird der Sensor erkannt. Hier lasse ich das Ganze auf Display und Default ist auch eingestellt. Und damit öffnet sich jetzt hier schon mal das Layout von HCFR. Wir gehen hier als erstes mal in die Referenzen rein. Und unter Referenzen fange ich jetzt mal an, die Grundeinstellung durchzuführen. Hier den Standard, ich möchte jetzt nicht REC 7.0, ich möchte jetzt nicht REC 2020 für HDR kalibrieren, sondern ich möchte einfach mal anfangen mit HDTV REC 7.09. Habe das hier jetzt eingestellt, nimm die Anzeige Gamma Power Law mit einem Gamma 2.2. Ich kann das auch ändern auf ein 2.4, wenn ich ein ganz dunkles Heimkino habe, dann schreibe ich hier einfach rein Gamma 2.4 und dann würde alles auf dem Gamma 2.4 kalibriert werden. Ich lasse es mal auf 2,2 und sage mal, das soll jetzt übernommen werden. Jetzt wird es übernommen. Das dauert einen Augenblick, bis HCFR das Ganze dann umgerechnet hat. So, okay. Und damit ist HCFR eigentlich schon betriebsbereit. Hier oben haben wir jetzt die Messtools, das heißt, hiermit starten wir eine Dauermessung. Hiermit messen wir jetzt nur die Primärfarben Rot, Grün und Blau. Hiermit messen wir Primär- und Sekundärfarben, also Rot, Grün, Blau, Cyan, Magenta und Yellow. Hier messen wir jetzt nur die Grautreppe, aber ich möchte jetzt hier gerne mal alles messen, also Primär- und Sekundärfarben, weil mich mal interessiert, was hat eigentlich der BenQ TK850 so alles drauf? Und wie sieht der jetzt gerade aus? Also messen wir 17 Werte. Das bestätige ich jetzt einfach mal. Und jetzt sagt das Programm schon zu mir, spiel doch bitte ein Testbild zu mit der Stärke, also ein schwarzes Testbild mit 0 IAE. Ihr kennt das noch aus Teil 1 und Teil 2. Dafür nehmen wir einfach von AVS die Testbilder, die auch schon für HCFR korrekt eingerichtet sind, sodass die einfach direkt starten können. So, jetzt habe ich hier über mein Panasonic UB824 das schwarze Testbild zugespielt. Ihr seht das wahrscheinlich auch in der Spiegelung der Brille. Und jetzt sage ich einfach nur, okay, das ist zugespielt, jetzt bitte messen. Jetzt wird das schwarz gemessen. Das dauert einen Augenblick und jetzt sagt mir HCFR schon, spiel bitte 10% zu, das tue ich dann auch. Und so hangel ich mich jetzt hier durch das Programm durch und nehme dann Schritt für Schritt, folge ich jetzt den Anweisungen von HCFR. Ihr seht, das Ganze geht eigentlich relativ flott. Ich bin jetzt schon bei 60% grau. Gehe jetzt auf 70%, 80, 90, bin jetzt bei 100 IAE angekommen, jetzt spiele ich rot zu. Als nächstes grün, blau, gelb, Cyan und Magenta. Und zum Abschluss auch hier noch einmal weiß. Und damit ist die Messung auch schon abgeschlossen. Und ihr seht jetzt in diesem Fall, ich gehe hier mal auf die Graustufen, das ist der Graustufenverlauf des BenQ TK850.
Ich hatte den fürs Leitmagazin getestet, kalibriert und so sieht das Ergebnis nach der Kalibrierung aus. Also das ist schon ziemlich cool, wie der Projektor sich so einstellen lässt. Schauen wir uns jetzt als nächstes den Farbraum einfach mal an. Auch hier sehen wir, dass Primär- und Sekundärfarben richtig gut ihre Sollwerte treffen. Wir haben hier die große farbige Ellipse. Das ist der CEE 1931 Farbraum. Hier drin werden alle Farben abgebildet, die das gesunde menschliche Auge sehen kann. Also das komplette Licht- oder Farbsehspektrum von 380 bis 780 Nanometer. Das hier ist der Farbraum REC 709. Und wir sehen, dass Rot, Grün und Blau die Sollwerte wirklich schon trifft. Auch die Sekundärfarben Cyan, Magenta und Yellow treffen ihr Target also wirklich punktgenau. Also das sieht schon ziemlich cool aus. So, gehen wir jetzt hier mal in die Tabelle zurück, drücken auf die Tabellenfunktion, bleiben hier bei Primär- und Sekundärfarben und dann sehen wir auch, dass im Prinzip alle Primär- und Sekundärfarben, abgesehen von Rot, absolut im grünen Bereich sind. Also diese Werte von 0,4 bis 0,7, das ist einfach sensationell für einen Projektor. Rot liegt bei 2,9. Wir können uns das hier auch nochmal in der großen Aufnahme ansehen. Warum? Wir sehen hier diese ganz kleine Abweichung. Das bedeutet, dadurch ändert sich der Delta-E-Wert, also der Durchschnittswert, auf 2,9. Die Helligkeitsabweichung, die haben wir hier unten, die liegt bei minus 2,6%. Also das ist auch total wenig. Also im Grunde kann man sagen, bei Primärfarben ist alles unter 3 purer Luxus und kann so bleiben. Schauen wir uns jetzt mal die Messergebnisse an der Grautreppe. Und auch hier sehen wir innerhalb der Grautreppe, dass auch hier alle Werte nach der Kalibrierung im grünen Bereich sind. Das sieht absolut toll aus. Ich führe im Anschluss mal eine Kalibrierung durch. Dafür setze ich den BenQ TK850 zurück in die Werkseinstellung. Und dann könnt ihr euch mal anschauen, wie der Beamer in der Werkseinstellung ohne Kalibrierung dann ausschaut. Finde ich eine ganz spannende Geschichte. So, jetzt bietet HCFR auch an, eine vollautomatische Messung durchzuführen. Und das möchte ich gerne als erstes mal zeigen, wie das Ganze jetzt funktioniert. Ich öffne eine neue Datei, stelle von DVD manuell auf Automatik um, gehe hier auf Weiter, der Sensor wird erkannt, Display Type ist zu sehen und jetzt war es das schon. Und jetzt führen wir noch einmal die Messung durch. Ich kontrolliere auch hier vorsichtshalber nochmal die Voreinstellungen. Auch die sind hier jetzt alle in Ordnung, also HDTV REC 709, Gamma 2,2 und die Anzeige als Power Law, die ist jetzt hier gegeben und starte jetzt einfach die Messung mit 17 Stufen. So, jetzt läuft die Messung. Ihr seht, es dauert einen kleinen Tick länger, aber in Summe geht diese Kalibrierung sehr viel einfacher. Ich kann mich jetzt hier einfach zurücklehnen, schaue mir das Ganze auf der Leinwand an, wie die Messung auf der Leinwand jetzt reflektiv gemessen wird und habe dann in 0, nichts ein fertiges Ergebnis. So. Das war jetzt die Messung über HCFR und das Ganze geht einfach rasend schnell und ist super einfach. Das bringt uns aber auch zu ein paar Fußfällen. Wir sehen auch hier, wir schauen uns einfach mal das Ergebnis an. Wir sehen jetzt hier den Farbraum. Dieser Farbraum, ich versuche mal, ob ich hier ein Vorschaubild, was mir hier ständig im Wege ist. Das versuche ich mal beiseite zu schieben. Ja, so ist besser. So, wir sehen jetzt auch hier das fertige Ergebnis. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, so, dass auch hier der Farbraum stimmt. Und jetzt kontrollieren wir einfach mal das Ergebnis von HCFR gegenüber der anderen Messung. Einfach, weil wir mal sehen wollen und vergleichen können, wo sind da eigentlich die Unterschiede. So, hier habe ich jetzt beide Farbräume. Und hier ist jetzt eigentlich ganz gut zu sehen, wie ich finde, dass von meinem Lenovo Notebook
der Farbraum über HCFR im Grunde genauso dargestellt wird wie über den 4K Blu-ray Player von Panasonic. Also das gibt minimale Abweichungen hier in diesem Bereich, die sind aber in der Praxis nicht zu sehen. Schauen wir uns mal im Vergleich jetzt die Graustufen an. So, das war der Graustufenverlauf, wie ich ihn nach der Kalibrierung gemessen habe mit dem Panasonic Player. Und so sieht der Graustufenverlauf aus, wenn HCFR diesen misst. Und auch hier sehen wir, dass im Grunde genommen die Messwerte hier absolut identisch sind. Also damit kann ich schon mal Farbraum und Graustufen messen. Gehen wir jetzt einfach mal in die Tabelle rein und gehen mal hier auf die Grautreppe und hier schauen wir uns mal das RGB-Niveau an. Das mache ich jetzt hier auch einmal. So, und vergleichen auch hier jetzt einfach mal die Messwerte, um mal zu sehen, was jetzt so passiert ist. Also über den Panasonic komme ich auf 99% Rot im RGB-Niveau, 100% Grün und 100% Blau und habe ein Delta E von 0,3. Die Farbtemperatur, die kann man hier lesen, ist in 6530 Kelvin. Über HCFR selbst, über die eigenen Testbilder, komme ich auch hier auf 99% Rot, 100% Grün und 100% Blau. Und auch hier ist das Delta E mit 0,3 identisch. Die Farbtemperatur geht hier minimal hoch auf 6539 Kelvin. Das ist in der Praxis überhaupt nicht zu sehen, diese 9 Kelvin Farbtemperaturunterschied. Das heißt, in diesem Bereich können wir HCFR nutzen und können uns die Messung ganz, ganz einfach machen. Allerdings hat HCFR hier bei mir auf dem Lenovo Player einen ganz großen Nachteil. Und da gehe ich einfach mal ins Gamma rein. Und jetzt seht ihr nämlich schon das Dilemma. Die Farbluminanzen werden nicht korrekt dargestellt. Ich habe jetzt persönlich nicht herausgefunden, ob es an HCFR oder an meinem Lenovo Notebook liegt. Das heißt, hier ist das Gamma von BenQ TK850i sehr ordentlich. Das liegt zwischen 2,1 und 2,3 und verläuft eigentlich ziemlich nah an seinen Sollwerten von 2,2 entlang. Hier kann man auch die Skalierung dann erkennen. Findet die Messung jetzt über HCFR statt, dann seht ihr, dass hier bei 10 IAE das Bild extrem aufgehellt ist und hier steigt es langsam an, erreicht aber zu keinem Zeitpunkt seine Vorgabe von 2,2. Deswegen empfehle ich euch, wenn ihr mit HCFR eine Messung durchführt, macht es genauso wie ich auch. Führt zunächst eine Standardmessung durch mit 4K Blu-ray Player. Bei dem 4K Blu-ray Player weiß ich durch eine Kontrollmessung über Kelman mit einem Testbildgenerator, dass HCFR dann eine richtige Messung ausgibt. Und hier ist es so, entweder gibt mein Notebook falsche Helligkeitswerte heraus, indem die Testbilder zum Beamer übertragen werden, oder HCFR hat einen Fehler. Ich kann es leider auch mit einem zweiten Notebook nicht verifizieren, was ich habe. Das ist auch ein Lenovo und das macht stellt genau dasselbe Ergebnis dar. Also in diesem Fall empfehle ich euch, macht zwei Messungen, um zu kontrollieren, ob euer Notebook geeignet ist, die Testbilder über den HDMI-Port auszugeben. Ganz wichtig in dem Fall ist auch, ob der Farbraum dann stimmig ist, wenn es hier größere Abweichungen geben sollte, wenn ihr über euer Notebook die Testbilder aus HCFR zuspielt, dann lasst es bitte bleiben, dann macht die alte Messung. Wenn ihr aber feststellt, dass der Farbraum okay ist und dass der Graustufenverlauf in Ordnung ist, dann könnt ihr Graustufenverlauf und Farbraum problemlos über HCFR durchführen. Noch ein Tipp zum Abschluss. Wenn ihr eine Messung durchgeführt habt, dann speichert die bitte sofort. Weil
man klickt die einfach sehr gerne weg und das wäre dann schade, wenn ihr einen Beamer kalibriert habt und ihr habt jetzt ein Messergebnis, so wie das beim TK850i nach der Kalibrierung ist und ihr klickt einfach in Gedanken das Fenster weg und die Messung ist damit verschwunden, dann ist das wirklich schade, weil in der Regel baut man danach auch den Projektor ab und also in dem Fall einfach jeden Messschritt abspeichern. Das macht man bei HCFR ganz einfach hier unter Datei, Speichern unter. Dann suche ich mir aus, wo ich das Ganze jetzt speichern möchte. Hier gehe ich jetzt einfach mal auf Desktop und suche mir jetzt einen passenden Ordner. Hier nehme ich einfach den TK850i. Hier habe ich schon einen Ordner für die Testberichte. Mache jetzt einen neuen Ordner auf. Den neuen Ordner, den ich nenne ich jetzt einfach mal Messungen. So, und jetzt sage ich, Farbmessung 1 speichere ich genau in diesen Ordner ab und dort finde ich ihn dann auch jederzeit wieder. So, das gleiche mache ich jetzt mal, weil mich das dann auch persönlich interessiert, mit der zweiten Messung von HCFR. Hier gehe ich auch wieder auf Speichern unter und benenne das Ganze jetzt um HCFR. Und 1 und dann weiß ich, dass die zweite Messung direkt aus HCFR heraus erfolgt ist. Jetzt möchte ich mal sehen, was der Projektor out of the box kann. Dafür muss ich mir die Fernbedienung hier nehmen und den jetzt einfach mal über das Menü ganz radikal mal resetten. Zunächst gehe ich aber, wechsle ich hier nochmal den Eingang, damit ich das nicht vergesse beim nächsten Mal. So. Und jetzt werde ich die Einstellung mal resetten. Und das Ganze ist relativ einfach, den Beamer in die Werkseinstellung zurücksetzen. Und das war's jetzt. Und jetzt können wir einfach mal schauen, was passiert, wenn wir den jetzt mal in der Werkseinstellung mal durchmessen. So, dafür schalte ich den Beamer dann auch wieder zurück in den Cinema-Modus. Super, das. Und habe nochmal gesehen, auch die Werte, auch die Einstellungen sind jetzt resettet. Und jetzt öffne ich wieder eine neue Datei, führe die Messung aber diesmal manuell durch, weil mich interessiert in dem Fall auch, wie das Gamma dann aussieht. Gehe hier auf Fertigstellen und kann jetzt schon über meinen Panasonic die Testbilder zuspielen. Mache hier wieder eine komplette Primär- und Sekundärfarbmessung und brauche jetzt einfach nur den Anweisungen zu folgen. Jetzt wird mir angezeigt, ich soll 20 IAE zuspielen. Das habe ich getan. Drücke auf OK. Spiele jetzt 30 IAE zu, drücke, bestätige das. Jetzt bin ich schon bei 40. Also die Messung geht relativ schnell. Das hängt damit zusammen, dass das Bild auf der Leinwand ein bisschen kleiner ist, als ich es sonst üblicherweise mache. Dadurch ist auch die Lichtausbeute ein bisschen höher, was in dem Fall die Kalibrierung sehr, sehr beschleunigt. Und jetzt wird mir schon gesagt, ich soll rot zuspielen. Man sieht das natürlich auch in der Spiegelung meiner Brille, was da gerade im Hintergrund für Testbilder zugespielt werden auf der Leinwand. So, jetzt bin ich schon bei gelb. Dann kommt Cyan, Magenta und noch einmal weiß. So, jetzt schauen wir uns das Ergebnis mal an.
Und zwar schauen wir uns als erstes mal den Farbraum an und stellen fest, dass der Farbraum eigentlich ziemlich gut aussieht. Das heißt, der Farbraum wird hier 100% abgedeckt. Rot, Grün und Blau liegen eigentlich schon ziemlich nah an ihren Sollkoordinaten. Normalerweise würde ich jetzt empfehlen, nichts zu ändern, weil das einfach ziemlich gut aussieht. Man könnte jetzt noch anfangen und hier Magenta und Gelb auf die Sollwerte zu schieben. Aber das werden wir auch gleich machen. Schauen uns jetzt mal den Graustufenverlauf an. Hier sehen wir, dass Grün und Blau schon ihren Sollwerten sehr, sehr nahe kommen. Lediglich Rot ist ein bisschen untersättigt. Circa 10% zu wenig Rot ist drin. Schauen wir uns das in der Tabelle mal an. Hier, ich gehe mal in die Tabelle auf Grautreppe. Hier sehen wir auch, dass die Delta-E-Werte schon ziemlich gut sind, bis 60 IRE. 70, 80 sind auch noch in Ordnung, weil unter 3 und lediglich 90% und 100% weichen hier ein wenig ab mit dem Wert von 3,3 und 3,2. Das ist jetzt alles nicht weltbewegend. Schauen wir uns das RGB-Niveau an. Hier sehen wir jetzt, was tatsächlich passiert ist. Hier haben wir jetzt Rot 89%, 103% Grün und 100% Blau. Und die Farbtemperatur geht damit einher. Und ich habe jetzt eine Farbtemperatur von 6918 Kelvin. Das heißt, das Bild ist ein bisschen kühler. Wir haben ein bisschen mehr Blau und Grün drin. Das ist eigentlich nicht weltbewegend. Wenn ihr jetzt einen Film anschaut und ihr habt jetzt eine Schneelandschaft, dann wird vielen genau dieses etwas kühlere Bild sogar etwas besser gefallen, weil der Schnee einfach weißer erscheint. Aber wir wollen jetzt das Ganze kalibrieren. Das 100 IRE Weiß habe ich hier immer noch zugespielt. Und jetzt fange ich an, das Ganze mal zu korrigieren. Und zwar gehe ich hier auf 100%, starte die Dauermessung von HCFR. So, jetzt seht ihr, dass das Ganze hier ein bisschen flackert. Das ist völlig normal. Hier ist ein Candela-Wert von 128, was schon sehr, sehr hell ist, was aber auch mit dem etwas kleineren Bild zusammenhängt, das ich jetzt hier für die Messung nehme, weil hier im ganzen Raum ist Licht an. Und wenn ihr euren Projektor zu Hause kalibriert, macht bitte, bitte, bitte das Licht aus. Macht die Vorhänge zu, damit kein Tageslicht reinscheint. Also der Raum sollte schon wirklich dunkel sein. Was ich hier mache, ist ein reiner Demo-Aufbau, damit ihr mich seht. Denn wenn der Raum hier schwarz wäre, würdet ihr gar nichts sehen. Und damit ist euch auch nicht unbedingt geholfen. So, und ich bleibe jetzt hierbei und gehe jetzt einfach mal ins Menü. Nehme jetzt die Farbanpassung vor. Gehe auf Farbtemperatur und reduziere jetzt einfach mal Grün. Ihr seht das jetzt hier, wie hier Grün runtergeht. Ich gehe nochmal zurück. Jetzt geht Grün wieder hoch. Ich kann leider die Werte, ich kann leider Rot nicht anheben, weil der BenQ mit Rot schon am Limit ist. Das heißt, es geht nicht mehr Rot rein, also muss ich Grün absenken, was ich in diesem Fall tue, damit Rot, Grün und Blau nach Möglichkeit auf denselben Wert kommen. Jetzt reduziere ich auch nochmal Blau. Jetzt habe ich das Ganze hier schon mal angepasst. Ich gehe nochmal zurück mit Blau. Und gehe jetzt hier einfach mal raus. Speichere die Einstellungen, die sind jetzt abgelegt. Das sieht jetzt hier etwas wild aus. Hintergrund ist, wenn das Menü eingeblendet ist, kann das Menü Auswirkungen haben auf das Messergebnis. Ich breche mal eben hier die Messung ab. Nehme jetzt das Menü einfach mal, gehe jetzt aus dem Menü heraus. Und starte jetzt nochmal die Messung, starte jetzt nochmal das weiße Testbild. Gehe hier nochmal auf 100 IRE. Und jetzt seht ihr, dass hier die Werte absolut stimmig sind. Also das ist jetzt nochmal mein Tipp. Wenn ihr kalibriert, achtet darauf, dass ihr eine Kontrollmessung anschließend durchführt, weil das eingeblendete Menü, wie auch hier bei dem BenQ,
Einfluss auf das Messergebnis hat. So, die Messung beende ich jetzt einfach mal. Wir sehen ja, wie sich hier unten auch im Diagramm sichtbar, hier aus dieser roten Linie, wie das Ganze jetzt hier sich angepasst hat. Und ich werde jetzt nochmal, nachdem ich nur diese eine Einstellung vorgenommen habe, nochmal Primär- und Sekundärfarben durchmessen. Dafür öffne ich jetzt nochmal ein neues Fenster. Ihr wisst, wie es geht. Für hier nochmal Primär- und Sekundärfarben auf. Muss jetzt nochmal das schwarze Testbild zuspielen, weil genau das hier jetzt angefordert wird. Dafür gehe ich wieder, starte ich wieder den Panasonic Player. So, das schwarze Testbild ist da. Und führe jetzt noch einmal die Messung durch. Und dann werdet ihr auch sehen, was mit den Primär- und Sekundärfarben passiert ist. So, wir sehen auch hier schon, auch unten im Diagramm ist es schon ganz gut zu sehen, dass allein durch die Einstellung bei 100 IRE die Werte jetzt absolut stimmig sind. So, ich baue jetzt hier mal einen Messfehler rein. Hier steht jetzt, ich soll 70 IRE zuspielen. Ich messe aber einfach mal 60 nochmal. Das kann euch auch passieren. Jetzt nicht in Panik geraten und die Messung abbrechen, sondern einfach die Messung weiter durchführen. Jetzt heißt es, okay, es soll jetzt 80 IRE angezeigt werden. Ich spiele jetzt 80 IRE zu und messe das Ganze mal. Gehe auf 90, auf 100 IRE. Und jetzt sind wir schon bei den Primärfarben, Rot, Grün und Blau. Und jetzt kommen wir als nächstes zu den Sekundärfarben, zu Gelb, Cyan und Magenta. Und messen auch hier ganz am Ende noch einmal Weiß. So. Jetzt schauen wir uns hier mal etwas an. Der Graustufenverlauf erscheint hier sehr stimmig. Schaue ich mir jetzt das Gamma an, dann wird es hier, seht ihr hier einen wahnsinnigen Ausreißer. Hier bei 70 IRE. Das kommt daher, weil ich 60 IRE einfach mal doppelt gemessen habe. Und das kann passieren. Und jetzt kann man bei HCFR etwas machen und das ist ganz, ganz simpel. Ich gehe hier mal wieder in die Tabelle zurück, gehe jetzt auf Grautreppe, nehme hier mal die Gamma-Messung, sehe jetzt hier, hier stimmt mein Gamma nicht, das ist bei 70 IRE, klicke jetzt auf 70 IRE drauf und schnappe mir jetzt wieder meine Fernbedienung und suche jetzt dieses 70 IRE Testbild von AVS, spiele dieses 70% Testbild zu. Und da ist es dann auch schon, starte jetzt kurz die Dauermessung und dann achtet mal drauf, wie sich das hier jetzt gleich ändert. So, ich beende die Dauermessung und schon habe ich diesen Wert hier korrigiert. Also das könnt ihr machen, ganz simpel, falls ihr euch mal verhauen solltet, falls ihr einen Messwert einfach doppelt messt oder falls irgendetwas ganz, ganz komisch aussieht. Schauen wir uns jetzt einfach mal als nächstes den Farbraum an. Ich habe die Primär- und Sekundärfarben nicht geändert, sondern ich habe nur den Graustufenverlauf eingestellt. Das heißt nur den Weißpunkt. Und damit ändert sich auch der Weißwert innerhalb des Farbraummodells. Und jetzt sind hier plötzlich mit einem Schlag auch die Sekundärfarben stimmig und liegen nicht mehr abseits. Ich lege mal die beiden Messcharts nebeneinander. So, das klicke ich mal runter. Dann habe ich hier genau die Messung von HCFR, von dem Beamer im Werkszustand. So, hier ist die Messung vom Beamer im Werkszustand. Wie ich ja gesagt hatte, lag Magenta, Yellow ein bisschen neben ihrem Sollwert, also jetzt nicht dramatisch. Und dadurch, dass ich nur hier den Weißpunkt eingestellt habe, ist das hier stimmig. Also
Wenn ihr kalibriert, stellt als erstes den Weißpunkt ein, die Grautreppe und anschließend dann das CIE-Diagramm, also den Farbraum, falls es hier jetzt noch größere Abweichungen geben sollte. Das ist es eigentlich auch schon gewesen und ich werde euch jetzt einmal einen Trick verraten und damit werde ich zum Hassobjekt von jedem professionellen Kalibrierer werden, weil ich damit einfach ein Geheimnis verrate, das eigentlich unter den Profis bleiben sollte. Aber ich finde es einfach ganz gut, wenn ihr das jetzt auch lernt und auch wissen sollt. Ich schnapp mir mal jetzt hier diesen Wert, schau mir nochmal die Tabelle an. So, jetzt geht es um HDR. Also, wenn ihr HDR kalibriert, dann stellt sich natürlich die Frage, wie soll ich HDR eigentlich kalibrieren? Ich habe ja ein Flächenweiß von 100 Nit und alles über diesen 100 Nit oder über 100 Candela pro Quadratmeter sind sogenannte Spitzlichter. Nun führt der Projektor hier ein Tonmapping durch. Damit stellt er auch Elemente dar, die heller als 100 Nits sind. Und zwar stellt er die in dem Bereich dar, also bis 100 Nits, also in dem Bereich, den der Projektor darstellen kann, zeigt er dann auch die Elemente eines Films, die heller sein sollen. Und jetzt kommen wir natürlich zu einem Dilemma. Wie kalibriere ich das eigentlich, wenn sowieso ein Tonmapping stattfindet? Ihr macht einfach Folgendes. Ihr nehmt euch von avs.com das weiße 50 IRE Testbild und spielt das auf die Leinwand. Dann geht ihr in das Beamer-Menü und schaltet händisch auf HDR um. Und dann stellt ihr einfach bei 60 IRE die Werte so ein, dass hier unten 3x100% kommt. Und zwar macht ihr das mit den Gain-Reglern. Mehr müsst ihr nicht machen. Damit habt ihr die Grautreppe von HDR kalibriert. Die professionellen Kalibrierer machen das genau so. Ich hoffe, ich habe mir da jetzt nicht Ärger von der Seite eingehandelt. Probiert das einfach zu Hause mal aus. Das ist eine ganz tolle Geschichte und funktioniert ganz grandios. Und in diesem Zusammenhang gebe ich jetzt einfach mal wieder zurück zum Roman Meyer. Und ja, und stehe euch jetzt für Fragen und Antworten zur Verfügung. Ja, danke erstmal, Michael. Gerne. War ja eine Menge Zeug, aber ich denke, sehr verständlich rübergebracht. Also das meiste habe sogar ich verstanden, obwohl ich kein Videomensch bin. Ja, es kamen natürlich ein paar Fragen an. Die Jennifer hat schon einige beantwortet, aber ein paar sind jetzt auch noch für dich übrig geblieben. Und die lese ich einfach mal vor. Frage 1. Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich noch. Frage 1. Ist meine Annahme richtig, dass die Kalibrierung selbst bildbeeinflussende Funktionen wie vor allem die dynamische Iris und Brilliant Color auszuschalten sind? Nach der Kalibrierung können sie dann ja nach Geschmack wieder eingeschaltet werden, richtig? Ja, das ist korrekt. Weil diese dynamischen Helligkeitsregelungen, die verändern die Helligkeit, die führen dann auch noch einen Gamma-Abgleich zusätzlich durch. Und wenn ich die nicht ausgeschaltet habe, dann wird meine Messung total verbogen. Ich nenne sie einfach Verschlimmbesserer, also diese Tools wie dynamische Helligkeitsregelungen, die würde ich erst anschließend einschalten, damit man das Bild einfach gefälliger auf der Leinwand betrachten kann. Einfach zum Beispiel eine Auto-Iris, damit das Schwarz ein bisschen dunkler erscheint. Und dafür nutzt man das im Grunde genommen, wenn der Beamer selber jetzt nicht ganz so hell ist. Aber wie du schon sagtest, und damit bestätige ich es, alle dynamischen Helligkeitsregelungen wie Auto-Iris, wie Autolampen oder wie dynamische Lichtmodi, alles ausschalten. Und vielleicht noch hinten dran gehängt, wenn ihr den Projektor kalibriert und ihr betreibt den im Echo-Modus, dann kalibriert den Beamer auch im Echo-Modus. Okay. Die nächste Frage, was genau ist unter Gamma-Einstellung BenQ zu verstehen? Zum Beispiel beim W2700 oder W5700. Ist diese dunkler als zum Beispiel 2.4 oder entspricht das eher dem dynamischen, nichtlinearen BT1886?
Also, dieses, ich weiß jetzt nicht, wie, also ich sage es mal so, das BenQ Gamma entspricht nicht dem Wert 2,2, sondern das hat eine etwas andere Kurve. Diesen Wert 1886 entspricht es leider nicht. Ich würde deswegen auch in dem Fall den BenQ auf ein Gamma 2,2 stellen in einem Wohnzimmer und in einem Heimkinoraum auf jeden Fall auf ein Gamma 2,3 oder auch 2,4, wenn man schwarze Wände hat, weil man dann eine noch bessere Durchzeichnung in den dunklen Räumlichkeiten besitzt. Also im Wohnzimmer niedrigeres, weil da eben mehr Restlicht vorhanden ist in der Regel. Genau, man hat mehr Restlicht im Raum und dieses Restlicht im Raum hält natürlich die Leinwand auf. Und wenn ich jetzt ein Schwarzbild habe, und Schwarzbild bedeutet, man sieht die Leinwand so im Idealfall, wie sie auch tatsächlich ist, dann, und es fällt Restlicht rein, dann wird das Restlicht überstrahlt, also dunkle Elemente werden überstrahlt, man sieht sie nicht. Und wenn ich die ein bisschen anhebe mit einem etwas niedrigeren Gamma, dann kann ich auch in dunklen Bereichen eine bessere Durchzeichnung erzielen. Okay. Die nächste Frage geht wieder Richtung Gamma. Hallo, eine Frage zum Gamma 2.4. Sollte man einfach nach dem THX-Logo am Cover der Blu-ray schauen? Oder woher weiß ich, dass der Gamma des Projektors auf 2.4 eingestellt werden sollte? Das Weil ist er eine eben. sehr gut, das ist eine sehr gute Frage. Diese Tendenz, also dieser Blick auf das Cover, wenn da TRX draufsteht, sollte man tatsächlich sofort Gamma 2,4 einstellen. Das Blöde ist, dass keine Metadaten hinterlegt sind. Das bedeutet, dass weder der Projektor noch ich weiß, was tatsächlich für ein Gamma verwendet worden ist. Ist tatsächlich ein Gamma 2,2 verwendet worden? Ist ein Gamma 2,4 verwendet worden? Und um das Dilemma komplett zu machen, 2011 wurde dann noch ein Gamma 8, BT 1886 eingeführt, weil einfach erkannt wurde, dass es offiziell gar kein Gamma für REC 709 gibt. Und das wurde halt nachgeschoben mit BT 1886. Und dieses Gamma BT 1886 verläuft dann irgendwo zwischen Gamma 2,2 und 2,4. Und man kann davon ausgehen, dass die Menschen, die das Mastering der Filme gemacht haben, ab 2011 dieses Gamma BT 1886 verwendet haben. Aber wirklich sicher bestätigen kann das kein Mensch. Es ist auch nicht auszulesen. Also insofern würde ich immer das Gamma 2,2 nehmen, weil dann hat man einen ganz guten Startpunkt. Wenn man jetzt wie zum Beispiel bei Casino Royale feststellt, das Bild sieht auf Blu-ray ein bisschen blass aus, dann sollte man einfach mal das Gamma 2,4 ausprobieren. Und wenn dann die Farben satter sind und das ganze Bild ist brillanter, dann hat man da definitiv das passendere Gamma gefunden. Okay. Die nächste Frage: Woher bekommt HCFR die passenden Bilder zur automatischen Messung? Die sind in HCFR hinterlegt. Okay. Gibt es einen Tipp, wie man eine Kalibrierung mit einem Apple TV 4K am besten durchführt? Das habe ich eben akustisch nicht verstanden. Gibt es einen Tipp, wie man eine Kalibrierung mit einem Apple TV 4K am besten durchführt? Nein, weil beim Apple TV 4K kann ich keine Testbilder zuspielen. Ich kann auch kein Weißbild zuspielen. Ich muss mich schon in dem Augenblick darauf verlassen, wenn ich meinen Projektor kalibriere auf REC 709, dass dann auch Apple TV die Farben korrekt ausgibt. Und in der Regel ist das der Fall und dann sehen die Farben auch realistisch aus. Sollte es jetzt passieren, dass bei irgendeinem Streaming-Anbieter, das habe ich auch schon erlebt, dass die Farben trotzdem ein bisschen anders aussehen. Das liegt meistens daran, dass irgendein anderes Color Grading im Hintergrund mal durchgeführt worden ist. So wie auch eine Sounddynamikkomprimierung durchgeführt werden kann auch mal so eine Farbveränderung durchgeführt werden. Das heißt, die Bilder werden schon anders farbig oder mit einem anderen Ton ausgegeben. Danke. Kommt die nächste Frage. Wäre bei den Farbmessungen nicht eigentlich der mittlere Sättigungswert, also 50% und 75%, wichtiger, passgenau zu bringen, als die 100% Sättigung, was bei realen Bildern ja kaum vorkommt? Ja, auf die Frage habe ich gewartet, weil das ist eine spannende Frage. Und
Ja, seit es diesen Farbraum REC 709 gibt, also seit den 1990er Jahren, streiten die Experten genau über dieses Thema. Es gibt Leute, die sagen, ich kalibriere auf 75%. Ich spiele hier mal eben ein Testbild. Nee, das geht hier jetzt gar nicht. Ich gehe noch mal in HCFR rein. Ich glaube, das ist jetzt in dem Fall einfacher, um das mal zu veranschaulichen, über was wir hier jetzt eigentlich reden. So, ich habe jetzt hier den Farbraum REC 709. Jetzt kann ich, wenn ich auf die rechte Maustaste klicke, mir noch mehr Dinge anzeigen lassen. Also das geht jetzt weit über den Anfängerbereich hinaus, sondern ich kann mir hier jetzt die einzelnen Sättigungen anzeigen lassen. Also bei einer Grautreppe habe ich ja, ich zeige das jetzt auch noch mal eben, bei einer Grautreppe habe ich ja hier 10, 20, 30, 40, 50%. So, und hier habe ich im Prinzip das gleiche, 25%, 50%, 75% und 100% für Rot und das Ganze natürlich dann auch für Blau und Grün und alle anderen Farben. So, und die Idee ist jetzt von einigen Experten, die sagen, wir kalibrieren hier bei 75% und sorgen dafür, dass es hier stimmig ist. Denn wenn 75% stimmig ist, sind wir im Hautfarbenbereich. Das führt aber dazu, wie ich selber festgestellt habe, dass im Maximalbereich, also hier auf der rechten Seite, Rot dann schon ins Clipping geraten kann. Das heißt, wenn Rot klippt, dass Rot dann plötzlich hier oben einen massiven Gelbfarbstich bekommen kann. Krasser ist es dann hier noch bei Gelb, wenn man jetzt sagt, ich sehe zu, dass die Farbe bei 75% stimmt. Und wenn das dann daneben liegt, weil hier ganz, ganz viel Grün plötzlich reinkommt, dann habe ich ein Clipping und das kann ich dann nicht mehr korrigieren. Deswegen tendiere ich dazu, lieber bei 100 IAE die Farben einzustellen und zu hoffen, dass die Werte innerhalb des Farbraummodells auch stimmen. Wenn man das Gamma 2.2 auf 2.4 umstellt, müssen ja beide für das gleiche Profil kalibriert werden, oder? Ja. Okay. Also ich kann es kurz erklären. Das heißt, wenn ich ein Gamma 2.2 verwende, dann habe ich eine schöne Farbstimmung. Um das mal zu veranschaulichen. So, sehen wir das jetzt hier in diesem Bild. Jetzt habe ich hier das Ganze auf ein Gamma 2.2 kalibriert. Wenn ich jetzt auf ein Gamma 2.4 gehe, dann seht ihr, dass die Farben satter werden. Hier nochmal Gamma 2.2 und hier Gamma 2.4. Es wird nicht nur dunkler, sondern Rot wird auch satter. Und deswegen nützt es nichts, einfach nur das Gamma zu ändern, sondern eigentlich sollte man, wenn ich jetzt durchweg ein Gamma 2.4 nutzen möchte, auch den Projektor auf ein Gamma, auf ein Gamma 2.4 hin kalibrieren. Okay. Wie kann ich den HLG-Modus zum Kalibrieren simulieren? Mein Laser-TV V6050 spielt beim HLG-Modus ein sehr farbwarmes Bild ab. Zum Beispiel, wenn er Sky Sport UHD guckt. Könntest du die Frage noch einmal vorlesen? Ich habe. Die Frage ist, die eigentliche Frage ist, wie kann ich den HLG-Modus zum Kalibrieren simulieren? Der Fragesteller hat wohl einen Laser-TV V6050 und spielt im HLG-Modus, da spielt der Fernseher wohl ein sehr farbwarmes Bild ab. Zum Beispiel, wenn er Sky TV UHD guckt. Ja, also HLG, das steht für Hybrid Log Gamma. Das ist ein zweites Gamma neben HDR10 zum Beispiel. Und der Unterschied ist, dass bei Hybrid Log Gamma ist für den ganzen Broadcast-Bereich, also für TV-Sender, gedacht. Und wenn das Bild jetzt zu intensiv ist, kann es sein, dass Sky zum Beispiel gar nicht in Hybrid Log Gamma sendet, sondern in HDR10. Mhm. Und da sollte man dann erstmal schauen, was Sky tatsächlich ausgibt, weil ich sehe hier beispielsweise bei mir, wenn ich über Sky Ticket schaue, dass dann HDR10 und nicht Hybrid Log Gamma ausgegeben wird. Okay. Nächste Frage, wie geht eine 3D-Kalibrierung vonstatten?
Ja, das ist eine super Frage. Ich werde dafür jetzt einmal kurz aufstehen und hier einmal quer durchs Kino laufen. Also ich bin jetzt hier hinten bei dem Beamer. Schnapp mir hier jetzt mal eine 3D-Brille. Und komm jetzt einfach mal zurück. So, hier ist jetzt eine 3D-Brille. Ich würde empfehlen, in dem Zusammenhang, ich schnappe mir hier jetzt mal einen Messsensor. Ich habe hier jetzt den Man Ivan hört dich jetzt Display. ganz schlecht, Michael. Ah, okay. Hört ihr mich jetzt besser? Ja, ein bisschen. Also irgendwas ist passiert, als du den Sensor geholt hast. Irgendwas ist passiert. Warte mal, ich werde mal Ja, eben jetzt, was. ja, jetzt geht es wieder besser. Könnt ihr mich jetzt besser verstehen? Gut. Okay, jetzt ploppt hier was auf. Sekunde. Okay. Also noch einmal. Ich habe hier den Sensor, den Iwan Display Pro. Den richte ich Richtung Leinwand auf, indem er auf dem Stativ steht. Und dann schnappe ich mir meine Frau, eine Freundin oder irgendjemand anderen und sage, kannst du bitte diese Brille halten, nämlich genau vor diesem Sensor? Oder ich schnappe mir irgendein, ja, Gummiband. Ich habe es tatsächlich schon mit dem Gummiband geschafft. Dann die Brille direkt vor dem Sensor anzubringen, dass durch das Brillenglas durchgemessen wird. Anschließend spiele ich dann ganz normal die Testbilder von AVS.com zu, geht dann aber in den 3D-Simulierungsmodus vom Panasonic Player. Das heißt, die meisten 3D-Player sind imstande, aus einem 2D-Bild ein 3D-Bild zu machen. Und spielt daraufhin dann meine Testbilder zu. In dem Augenblick, wo der Player das 2D-Bild in 3D-Bild in 3D konvertiert, schaltet der Projektor auf 3D, bringt ein Bildsignal auf die Leinwand. Die Brille hier, die synchronisiert sich mit dem Projektor. Und dann kann ich durch die Brille, durch das Glas durch, dann das Ergebnis auf der Leinwand messen. Aber da man 80 bis 90% an Licht verliert durch die Gläser der Brille, der 3D-Brille, empfehle ich, nur den Weißpunkt bei 100 IAE einzustellen, also ein 100% Weißbild zuzuspielen und da dann tatsächlich das RGB-Niveau einzustellen, sodass ich auf 6500 Kelvin komme. Das ist die einfachste Möglichkeit, um 3D zu kalibrieren. Dann habe ich jetzt hier noch zwei Fragen, oder drei, glaube ich sogar, zu deinem Trick, den du eben mit der HDR-Kalibrierung gegeben hast. Eine Frage ist, es soll sich um das 50% IAE-Testbild handeln, aber ich kalibriere den 60% Wert. Richtig oder war das ein Versprecher? Das war ein Versprecher. Also, ich Okay. nehme das 50 IAE-Testbild und kalibriere auch das 50 IAE-Testbild. Okay. Also, danke an denjenigen, der so aufmerksam zugehört hat, dass ich das jetzt hier einmal richtig stellen konnte. So, jetzt noch eine Frage zu diesem 50% Testbild von AVS.com. Ist es ein HDR oder ein SDR-Bild? Woran erkennt man die Datei? Das ist ein SDR-Testbild. Das ist genau dasselbe SDR-Testbild, was wir für die REC 709-Kalibrierung verwenden. Das Das wäre der wird einfach zweite auf die Teil der Leinwand Frage. projiziert. Genau. So, dann habe ich noch eine Frage hier. Was kann total schiefgegangen sein, wenn 100% perfekt passt und der Rest total daneben liegt? Ich weiß jetzt nicht, was 100% perfekt passt. Na, ich weiß, worauf derjenige hinaus möchte. Also, es ist Folgendes. Das kann mehrere Gründe haben. Das kann zum Beispiel daran liegen, dass das Farbmanagement nicht über die ganze Helligkeit Range geht. Ich gehe hier mal eben zurück. Sekunde. Ich gehe noch mal in HCFR rein. Dann können wir auch mal gucken. Dann kann ich auch mal zeigen, was eigentlich gemeint ist. So, jetzt haben wir ja hier das RGB-Niveau. Genau. So, und gemeint ist jetzt Folgendes. Ich habe hier bei 100 IAE einen ganz tollen Wert.
Und hier gehen plötzlich die Wert, geht die Anzeige wild in irgendeine Richtung. Meistens macht die so einen Bogen. Die JVC-Projektoren schlagen da immer ganz gerne so einen großen Bogen. Und da kann ich dann Folgendes machen. Zum Beispiel bei einem JVC-DLA N7 oder bei einem X7900 oder auch bei dem X5000. Die haben alle ein Gamma-Equalizer eingebaut. Und dieser Gamma-Equalizer, der regelt in den unteren Bereichen einmal von 0, einmal von 5 bis etwa 20 IAE, dann in einem großen mittleren Bereich von 20 bis 90 IAE und dann von 90 aufwärts. So, und wenn ich jetzt merke, dass ich da so eine, dass ich hier so ein Hubbel habe, genau in diesem Bereich, dann schnappe ich mir in dem Augenblick diesen Equalizer und korrigiere dann genau diese Werte und reduziere die ein bisschen und mache dann eine Gegenmessung und guck mal, ob das Ganze stimmt. Und das macht man, indem man jetzt einfach sagt, ich gehe hier mal auf 20 IAE, starte eine Dauermessung, jetzt verändern sich die Werte dann, aber das ist egal, starte jetzt hier einfach die Dauermessung und dann fange ich an im Projektor, also im Projektor bei dem JVC oder auch bei einem Epson im Gamma-Equalizer die Werte so zu verändern, dass da nicht, dass dieser komische Huppel, der da jetzt zu sehen ist, dass der jetzt hier wieder runtergebracht wird. Also ganz kurz, es geht über den Gamma-Equalizer, kann man das ausgleichen. Okay. Ja, dann nochmal, eigentlich waren wir durch, aber hier nochmal eine Frage. Ist jemand, schreibt er so selbst, etwas verwirrt. Das Bild ist weiß, 50 IAE, soweit klar, aber messen in HCFR schon bei 60% oder 50%. Aber die Antwort haben wir ja gegeben, wir messen nicht bei 60%, sondern bei 50%. Genau, richtig. Ja. Ich kann auch kurz erklären, womit das zusammenhängt. Dieses 50 IRE Testbild, also dieses SDR-Bild, was ich dann dem Beamer zuspiele und den einfach dann auf HDR schalte, das entspricht in etwa dem Flächen, dem 100 Nit Flächenweiß. Also, und dadurch stelle ich dann im Prinzip das Flächenweiß ein mit dem SDR-Bild, mit den Gain-Reglern. Und das funktioniert einfach super klasse. Ja. Schönes Schlusswort. Inzwischen haben wir das Ende des Kalibrierworkshops dann auch erreicht. Bisschen überzogen zeitlich, aber ich denke, das nimmt uns keiner krumm. Es ist ja was übrig geblieben und was hängen geblieben, hoffe ich. Waren ja auch ein paar entsprechende Fragen dabei. Ja, ich würde mich dann von meiner Stelle aus hier an alle Zuschauer und auch natürlich an die Organisatoren noch ein großes Dank ausrichten. Es hat wieder Spaß gemacht, war interessant. Und ja, bleibt nur uns noch zu sagen, dass, wie es bei den letzten Webinaren auch war, in den nächsten Tagen gibt es für alle Teilnehmer eine Anleitung per E-Mail, mit der man dann nochmal zu Hause Hand an seinen Projektor anlegen kann und da hoffentlich dann das Beste rauskitzelt, was drin ist. Ja, ich bedanke mich auch recht herzlich bei BenQ, dass Sie mir ermöglicht haben, hier für euch diese drei Kalibrier-Workshops durchzuführen. Mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr Fragen haben solltet, die jetzt beim Kalibrieren auftauchen, könnt ihr mich sehr gerne kontaktieren, entweder über Facebook, über die Foren oder ihr könnt mich auch per E-Mail kontaktieren. Beim letzten Mal hatte ich über 100 Nachfragen bekommen. Seht mir aber dann bitte nach, dass da die Antwort schon mal ein, zwei Wochen dann auch dauern kann. Aber ich werde versuchen, euch allen zu antworten. Ja, auch von meiner Seite vielen, vielen Dank an die Organisatoren, aber vor allem an alle Teilnehmer. Es war ein super guter Austausch, wie auch die letzten Male. Und wir werden mal schauen, dass wir vielleicht in der zweiten Jahreshälfte wieder schöne Themen finden. Wir sind da auch total offen, wenn ihr noch Themen gerne besprochen haben wollt via Webinar, schreibt sie uns gerne. Wir freuen uns drauf. Vielen Dank. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.